Ausschwärmen in Skallus. Das macht Christine Maurer täglich. Wespen sind ihre große Leidenschaft. Mitten im Stadtteil hat sie ein ganzes Nest davon, schraubt und repariert in ihrer Werkstatt die italienischen Roller. Auf ihrer Vespa fliegt sie regelmäßig durch den Stadtteil. Für uns ist es auf jeden Fall sehr spannend, hier im Gallus zu sein, weil einfach hier tut sich im Moment total viel. Die letzten Monate wurde hier sehr viel gebaut, wird immer noch gebaut. Das heißt, es wird für viele Leute viel interessanter, ins Gallus zu ziehen. Es ist halt auch sehr interessant, davon Teil zu sein, wenn man das alles so mitmacht, diesen ganzen Wandel. Das Gallus ist ein Stadtteil, den kann man nicht auf den ersten Blick entdecken. Da muss man sich die Zeit nehmen und den erkunden. Und deswegen fahren wir jetzt mal los und ich zeige euch ein paar interessante und kreative Ecken. Rund 27.000 Einwohner hat der Stadtteil nördlich des Mains. Genauso bunt wie die Wespen von Christine Maurer ist auch das Gallus. 128 verschiedene Nationalitäten leben hier. Backsteinbauten prägen das Stadtbild ebenso wie Wohnsiedlungen im Bauhausstil. So, hier sind wir jetzt auf der ersten Station von unserer Rundfahrt. Das hier ist das Thebes-Gelände und das ist auf jeden Fall jetzt der geballte Kulturpunkt im Gallus. Hier gibt es ein Theater, hier gibt es einen Boxclub und einige Künstler haben sich hier eingesiedelt und einen davon wollen wir jetzt besuchen. Spuren, die Menschen hinterlassen. Genau das beschäftigt den Künstler Frank Reinecke. Zeit spielt in seinem Atelier keine Rolle. Der Zeichner genießt die Ruhe des ehemaligen Fabrikgeländes. In der DDR aufgewachsen, kam er 1984 nach Westdeutschland. Er weiß, wie es ist, sich fremd zu fühlen. Dieses Viertel hat die besondere Fähigkeit, Kulturen in sich aufzunehmen, Fremdartigkeit zu akzeptieren, hat die besondere Fähigkeit, damit umzugehen, immer selbstverständlicher damit umzugehen. Ich habe mal das Gallusviertel mit New York verglichen. In kleinen Teilen ist das so. Das ist tatsächlich total bunt und sehr kreativ. Eigentlich ist das Gallus ein altes Arbeiterviertel. Seinen Namen erhielt der Stadtteil vom Frankfurter Galgen, der hier stand. Den gibt's schon lange nicht mehr. Das Wahrzeichen, die Galluswarte dagegen schon. Mit dem Bahnhof kam die Industrie in den Stadtteil. Die Adlerwerke in der Kleierstraße, nicht nur bekannt für ihre Autos, auch Fahrräder und Schreibmaschinen wurden hier hergestellt. Wir stehen jetzt hier vor den ehemaligen Adlerwerken. Früher wurden hier unter anderem Autos gebaut, heute wird Kultur geschaffen. Wir sind hier am Gallustheater und es ist ein super Beispiel für Kreativität und die Vielfalt des Gallus. Es trägt nicht nur den Namen des Stadtteils, sondern ist auch hier entstanden. Aus der Kulturarbeit mit italienischen Gastarbeiterkindern. Diese Tradition pflegt es bis heute und zieht Künstler aus der ganzen Welt ins Gallus. Das Gallus ist natürlich ein perfekter Ort für unser Theater, weil wir gerade die Vermittlungsarbeit hier in diesem Stadtteil, wo so viele Kulturen zusammenkommen, hier besonders gut machen können. Hier gibt es keine Tradierte, hier war es schon immer so, sondern hier gibt es immer der Neuankömmling, bringt sich neu ein und bringt neue Elemente in die Diskussion und in das Kulturleben mit ein. Unter Frankfurtern hat das Gallus immer noch den Spitznamen Kamerun. Eine Theorie, wo der Name herkommt, ist, dass früher die Leute aus den Adlerwerken kamen, Öl- und Druckerschwarz verschmierte Gesichter hatten und daher sehr dunkel aussahen und daher dachten die Leute, sie kommen aus Kamerun. Heute spielt hier immer noch die Druckerschwärze eine große Rolle. Denn es ist auch der Stadtteil der Zeitungen. Unter anderem haben das Journal FNP, aber auch die FAZ hier ihre Redaktionen. Mit Blick aufs Gallus entsteht jeden Tag die Frankfurter Traditionszeitung. Ich glaube, die größte Veränderung für das Gallus bedeutet die Nachbarschaft zum neuen Europaviertel. Und da wird man einfach sehen müssen, wie diese beiden ganz unterschiedlichen Quartiere zusammenwachsen, wie sie sich ergänzen, ob sie vielleicht überhaupt keine Notiz voneinander nehmen. Aber dieser Prozess ist noch ganz am Anfang. Bis das Europaviertel fertig ist, gibt's noch viel zu tun. Der Tower 185 steht schon, ein großes Einkaufszentrum und neue Wohnungen sollen den Stadtteil erweitern. Das Gallus, ein sehr bunter und vor allem kreativer Stadtteil, in dem es viel zu entdecken gibt. So, das war meine Tour für euch durchs Gallus. Es ist echt kein Vespa-Wetter mehr, deswegen mache ich mich jetzt heim ins Trockene. Macht's gut, tschüss.